Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Factory Town. Beim letzten Mal haben wir angefangen, hier hinten etwas mit Magie aufzubauen. Ein Verzauberer haben wir hierhin platziert. Und der Verzauberer kann mit Hilfe von Mana-Kraft Bücher verzaubern. Das ist unser heutiges Hauptziel. Außerdem habt ihr mich auf verschiedene Sachen hingewiesen. Ihr seht, ich habe ein riesengroßes rotes Münzenproblem. Erstens kann ich in der Apotheke auch über komplett andere Items, wie zum Beispiel Feueräther-Münzen bekommen. Heißt, ich könnte da 15 rote Münzen bekommen für Feueräther, den ich nicht herstellen kann. Genauso hier für einen Feuerring. Guckt euch das an. 45 goldene Münzen. Oder ich könnte natürlich einfach Metallförderbänder oder Spitzhacken verkaufen. Wenn ich Spitzhacken verkaufen würde, dann würden die komplett ausrasten. Dann wären sie auch froh. Des Weiteren habt ihr irgendwas richtig krasses Hallo? Wo machst du nichts? Ach, weil das Lager leer ist. Okay. Auf jeden Fall habt ihr geschrieben, Maudado, mach doch deine Wege zu Steinwegen, denn auf Steinwegen bewegt sich das Zeug hier irgendwie dreimal so schnell. Und tatsächlich, guckt euch das an. Wusch, wusch, oh Gott, gegeneinander gefahren. Ah, das ist cool. Hätte ich vielleicht schon die ganze Zeit machen sollen, dann würde es hier auch alles irgendwie fast doppelt so schnell passieren, aber besser später als nie, Leute. Besser später als nie. Warum fährt denn der da außen rum? Hier, warte, ich baue den Highway aus, okay? Ah, oder kannst du da gar nicht rüber? Ah, jetzt soll's gehen. Alter, jetzt flüssen die hier richtig rum. Danke für den Tipp. Die andere Sache, die ihr meinte, die ich mal ausprobieren sollte, sind Züge. Die habe ich bis jetzt eigentlich vermieden, weil ich gedacht habe, hey, statt Züge kann ich doch auch eigentlich immer einfach Fließbänder platzieren. Aber ich glaube, wir machen mal einen Test einfach. Damit ich die mal sehe und dann kann ich mir ja eine bessere Meinung bilden. Aber wenn ich jetzt hier einfach Schienen hinmache, zack, und darauf eine Lore platziere, dann kann der doch einfach von hier, warte, ging das nicht? Ah, hier, mit so Bahnstationen soll das gehen. Dann ist hier eine Ausgabe und hier ist ein Eingang, genau. Muss das Ding vielleicht im Kreis fahren? Kann das sein? Fahr los. Jetzt fährst du im Kreis. War eine kleine Lore. Okay, und jetzt musst du hier nur noch die Sachen rausgraben. Schaffst du das? Warte, wir schauen mal. Ja! Ah, okay. Züge müssen anscheinend immer im Kreis fahren. Ich weiß, hier ist es jetzt nicht das Effizienteste, was ich machen kann. Das ist mir durchaus bewusst, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und jetzt brauchen wir ein Mana-Kraftwerk. Und um die richtig benutzen zu können, brauche ich, soweit ich das verstanden habe, Mana-Rohre. Und für Mana-Rohre brauche ich ganz normale Rohre. Oh Gott. Ich habe einfach die komplette Übersicht verloren mittlerweile. Ich glaube, da lang ist richtig. Und dann grabe ich hier die Rohre raus und die gehen dann hier rein. Dann sind hier Rohre drin. Und dann kann der in der Theorie schon Mana-Rohre herstellen. Und die Mana-Rohre müssen dann nur in Lager rein. Was machst denn du da? Weißt du was? Ich werde dich einfach mal hier drüben hinstellen. Weißt du, du kannst einfach mal im Dorf laufen. Du wirst nicht instant gelöscht und jetzt darfst du da leben. Ist das nicht schön? Ich bin ein netter Herrscher. Manchmal. Aber da fehlt Stein. Ich glaube, meine Steinlieferanten sind irgendwie kaputt. Ja, die sind wieder kaputt. Ah, nein, 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 aber die sind nicht richtig kaputt. Die sind nur kaputt, kaputt. Die brauchen einfach nur bisschen Hilfe. Na, tauschen wir mal all die Wege aus. Ich meine, wir haben ja so viel Stein auf Tasche. Das sollte eigentlich alles klar gehen. Und jetzt fahren die richtig schnell hin und her. Guckt euch das an. Das wirkt ja, als wäre das echt eine Alternative zu diesen Förderbändern. Ich meine, ich habe hier jetzt ein Förderband. Aber was ich tatsächlich machen könnte. Nee. Wir machen das jetzt erst mit der Magie fertig. Ich brauche hier nur noch Magie. Und ich drücke mich die ganze Zeit herum. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Zumindest habe ich eine Idee. Und zwar brauche ich zwei Gebäude. Ich brauche einmal den Mana-Sender, den Mana-Empfänger. Und dann brauche ich dazwischen noch so einen Mana-Auflader. Ja, ich glaube, das ist richtig. Und jetzt brauche ich Mana-Sender, Mana-Kristalle. Und Mana-Kristalle werde ich mir, ich meine, ich habe jetzt hier die Autobahn gebaut, einfach per Planwagen hierher holen und da rein fördern. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ihr habt mir noch ein paar andere Sachen geschrieben. Unter anderem, dass man den Blaulichtfilter bei der Brille jetzt doch nicht sieht. Irgendwie seid ihr euch da überhaupt nicht einig. Und ihr habt bemerkt, wie reich ich bin. Guckt mal meine gelben Münzen an. Ich habe einfach unendlich gelbe Münzen. Irgendwie bringt mir das gerade noch nichts. So, da sind Kristalle drin. Und jetzt muss ich da nur noch Rohre, einen Mana-Rohr-Anschluss hier rauf machen vielleicht und dann hier rüber verbinden. Hm, warte, was passiert gerade? Nee. Was passiert, wenn ich die zwei... was passiert da gerade?
Hey, da oben blitzt Mana, aber hier ist keine Mana. Wie kriege ich da Mana-Energie rein? Ich habe eine Idee. Muss vielleicht der Empfänger und das andere Ding auf den opposierenden Seiten liegen? So. Escape. Ah ja, da ist Mana-Kraft drin. Okay. Und jetzt muss daraus die aufgebrauchten Mana-Kristalle wieder in den Auflader gehen. Dann werden die da aufgeladen. Und von da aus gehen sie dann wieder in den da rein. Habe ich das richtig verstanden? Hä? Was macht da jetzt ein Buch? Oh nein! Die liefern das Buch einfach direkt dahin, verdammt. Oh, von da nach da. Ah ja, jetzt gehen die da durch. Oh, ich hab die Fließbänder genau falsch rum gemacht. Upsi. Ja, guck, und schon sprudelt das Mana wieder. Also wie das jetzt funktioniert, ist anscheinend, diese Kristalle werden vom Mana-Sender zum Mana-Empfänger geschickt, währenddessen verpuffen die über dem Verzauberer und dann sind die entladen und werden, nein, ins Lager geführt. Nein, ich will nicht, dass die im Lager sind. Ich lösche wieder erschöpfte Mana-Kristalle, ihr werdet gelöscht. Genau, dann fließen die wieder hier rüber, über den Mana-Auflader, der lädt die irgendwie wieder auf. Genau. Ach, indem der Gold verbraucht. Oh, aber ich bin hier reich, habe ich gerade eben gemerkt. Also ist das nicht schlimm. So, und jetzt braucht es gerade kein Mana, deswegen wird hier nicht mehr das ganze Zeug rausgehauen. Okay. Bedeutet, ich kann jetzt hier verzauberte Bücher erstellen und die muss ich jetzt hier nur noch raustransportieren. In ein nächstes Lager. Habe ich das richtig verstanden? Hier, grab mal deine Bücher raus. Okay, ich glaube, wir stellen Bücher her. Geld haben wir auch immer noch genug, obwohl wir das ganze Zeit Mana verpuffen lassen. Das ist doch auch super. Ach, guck mal, wie das da einfach verpufft. Das ist ja richtig, richtig lustig. Okay, wir können uns ja nochmal die Perspektive von oben angucken. Ja, guck, der Mana wird verbraucht. Der Kristall wird weitergegeben. Und wir haben hier noch ein Problem. Hier, der muss noch rausgreifen. Genau, da hatten wir noch den Hänger. Okay, sehr gut. Verzauberte Bücher werden hergestellt und das andere, um was ich mich heute unbedingt kümmern muss, sind rote Münzen. Und wie ich rote Münzen verdienen werde, ist ganz, ganz einfach. Indem ich einfach, ich sehe ja hier, uns fehlt gerade eh diese Kategorie, Werkzeuge, da verkaufen wir eh noch nichts. Heißt ja, können wir nochmal einen Zufriedenheit-Boost holen. Da werden wir einfach, ja, Spitzhacken verkaufen und dafür bekommen wir pro Spitzhacke 30 Gold. Rotes Gold. Und das sollte ja reichen. Und die Idee, die ich gerade hatte, war, wir haben ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ja, ein Lager voller Metallförderbänder. Wenn ich dieses Förderband durch Metallförderbänder ersetze, denkt ihr, ich habe dafür genug? Hier einfach so oben drauf setzen. Oh, guck mal, wie viel schneller das ist. Ist es doppelt so schnell oder sogar dreifach so schnell? So, wenn wir das machen, dann können wir einfach, ohne dass wir Probleme bekommen, mehrere normale Förderbänder draufpacken, weil das fließt ja dann doppelt so schnell. Heißt, wir könnten hier einfach Spitzhacken hier drüben herstellen und die aufs Band legen und dann kommen die schnell genug an, weil wir jetzt so ein Ultra-Förderband haben. Alter, das ist doch mehr als doppelt so schnell, oder? Das ist bestimmt dreifach so schnell. So, für Spitzhacken brauchen wir versteckte Bretter und Eisenplatten. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Obwohl, wir haben ein riesiges Problem. Ich komme gar nicht an das Eisenerz ran und die Bergwerke verbrauchen das, glaube ich, schon mehr als genug. Heißt, ich müsste mir eine andere Stelle suchen. Hier drüben wäre halt ultra perfekt. Deswegen werden wir jetzt einfach hier den Highway ausbauen. Von hier drüben nach hier hin. So. Und den dann verwenden. Die Sache, das Fließband wird nicht sinnlos sein. Ich werde nämlich hier immer mehr abzwacken. Sobald die ganzen Lager voll sind, dann werden hier auch immer mehr Sachen reinwandern. Über das Fließband. Ich könnte auch, damit es sich auch wirklich, wirklich gelohnt hat, hier die Nägel, die sich hier immer stauen. abzwacken und auch hier drauflegen. Davor hätten, glaube ich, die Nägel alles verstopft, weil das Fließband zu langsam wäre, glaube ich. Aber jetzt soll das eigentlich in der Theorie gehen. Oh, und ich kann meine Basis verbessern. Hausmaximum um 10 erhöht? Neue Forschung. Elementgewinnung? Was brauche ich denn für die nächste Stufe? Ich brauche Kronen. Kronen werden vom Verzauberer hergestellt und Halsketten. Die werden auch vom Verzauberer hergestellt. Was zur Hölle? Was sind das für Dinger, die ich da brauche? Wartet. Für Kronen brauche ich Luftkraft und für Halsketten brauche ich Erdkraft. Und die Kräfte, die liegen hier rum. Hier ist zum Beispiel Erdkraft, da ist Luftkraft. Hier ist noch ein bisschen Luftkraft dazwischen. Okay. Und Luftkraft muss ich wahrscheinlich auch so Mana infundieren oder muss ich die einfach abbauen? Ja, die muss ich auch über diesen
Mana-Sender machen. Hier kann ich ja auch oben rechts, sieht man, oder kann ich auch Luftkraft reinpacken. Heißt, darüber werde ich das wohl machen müssen. Okay, jetzt machen wir aber erstmal hier ein Bergwerk hin. Dann natürlich eine Försterei, in der wir Holz abbauen. Das Ganze kommt in der Schmiede, in der wir Nägel und Eisenplatten herstellen. Und jetzt können wir hier, oh, wie schnell das aussieht, das erste Mal Förderbänder benutzen. Oh, das ist cool. Genau, und dann brauche ich nur noch eine Werkstatt, in der ich das dann quasi alles zusammenfüge. Oder war es eine Maschinenhalle? Nee, hier stelle ich verstärkte Bretter her. Hier stelle ich Spitzhacken her. Ja, ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht. Brauche ich jetzt ja eigentlich nur noch einen Planwagen, der die Spitzhacken direkt in den Gemischtwarenhandel bringt, oder? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder warum kommt mir das gerade so einfach vor? Vor allem, wenn die verkauft werden, dürfte ja auch die Zufriedenheit ultra hochgehen. Dann bin ich jetzt schon bei, nur 60, doch 30 plus 70%. Also irgendwann haben wir echt die 100 und dann geht's ab, sage ich euch. Aber was ich machen könnte, wäre, dass ich hier mit einem Planwagen die Bücher in die Schule bringe. Die verzauberten Bücher haben halt einen Lernwert von 20, was halt ultra krass ist. Okay, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir wirklich... Oh doch, wir transportieren gerade 8 Spitzhacken. Nee, wir kommen damit nicht aus dem Miesen raus. Wir kommen wirklich nicht aus dem Miesen raus. Dafür stelle ich nicht genügend Spitzhacken her. Es sind jetzt auch hier nicht irgendwie noch ultra viele im Lager, dass ich einfach die schneller transportieren müsste. Ich stelle das einfach noch nicht schnell genug her. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben heute wieder einiges erreicht. Wir haben das erste Mal was mit Mana gecraftet. Wir haben unsere Basis geupgradet. Wir werden beim nächsten Mal schauen, dass wir unsere roten Münzen in den Griff bekommen. Und dass wir schauen, was mit den Elementen abgeht. Also rote Münzen sind gerade mein größtes Problem. Danach kommt alles. Ach, guck mal, aber zwischendrin habe ich jetzt immer richtig viel. Ach, guck mal, die Spikes gehen aber hoch, kann das sein? Ja doch, anscheinend habe ich ein Wachstum. Es ist irgendwie ultra komisch verzögert, aber es klappt. Vor allem dadurch stelle ich jetzt auch hier wieder viel mehr Sachen her, oder? Und wir haben eine Zufriedenheit von 80%. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Die Folge war wieder etwas kürzer. Ich bin am Wochenende nicht daheim, deswegen muss ich ein bisschen voraufnehmen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!